Five on it. Das ist ein echter Klassiker. Five on it. Messing with that in the weed. Was heißt I got five on it? Es geht um Drogen. Es geht nicht um Drogen. Der Song ist dope. Finger weg von Drogen. Fühl den Rhythmus. Du hast es. Du hast es. Wahnsinn, Sie sind schon so groß. Wusstest du, dass Gabe ein Boot hat? Captain Daddy! Das ist ein Scherz, oder? Nein, das ist kein Scherz. Es ist Viertel vor Wodka, oder? Oh ja. Wo ist Jason? Jason? Jason! Wo warst du? Ich wusste nicht, ob du dich verlaufen hast. Bleib bei mir und ich beschütze dich. In unserer Auffahrt steht eine Familie. Das sind vermutlich die Nachbarn. Was, habt ihr etwa Angst vor der Familie? Hi, kann ich Ihnen helfen? Sarah, zieh sofort deine Schuhe an. Wenn ihr Stress haben wollt, dann gibt es Stress. Was seid ihr für Menschen? Das sind wir. Die sehen genauso aus wie wir. Die denken wie wir. Die wissen, wo wir sind. Wir müssen weiter und immer weiter. Die hören nicht auf, bis sie uns getötet haben. Oder wir sie. Sei vorsichtig. Konzentriere dich auf das Auge auf dem Pendel. Jedes Mal, wenn es schwingt, tun wir so, als würde ein Stück Garn entwirrt. Stück für Stück. Tun wir so, als ob das Stück Garn Zeit wäre, die wir entwirren. Minute für Minute, Sekunde für Sekunde. Und zwar rückläufig. Zeit vergeht, sie verfliegt. Wir gehen zurück durch dein Leben. Zurück zum Tag deiner Geburt. Zurück zu der Zeit vor diesem Körper. Ich spreche jetzt nicht mehr mit Miles. Ich spreche mit der Person, die von seinem Körper Besitz ergriffen hat. Sag mir, ob du meine Stimme hören kannst. Was ist los? Mami, ich hab Angst. Komm her, mein Schatz. Komm her. Bin ich. Du bist ein Geschenk. Ich weiß, dass es in letzter Zeit schwierig für dich war, dass du dich anders fühlst als andere Kinder. Du bist anders. Nachdem dein Dad und ich geheiratet hatten, haben wir so lange gebetet, ein Baby zu bekommen. Eines Nachts hat jemand die Gebete erhört.
Brandon? Du bist etwas Besonderes. Wir glauben, dass du aus einem bestimmten Grund hergekommen bist. Er war in der Scheune. Hat er es gefunden? Nein. Als wäre er davon angezogen worden. Er sieht zwar aus wie wir. Er ist nicht wie wir. Ich hab einen Horrortrip. Ich hab diesen Tag an sich ja schon mal erlebt. Déjà-vu? Ja. Als du gestorben bist, fing der Tag neu an, richtig? Ja. Dabei könnte ich dir behilflich sein. Ich bin 11-mal gestorben. Ich musste denselben Tag immer und immer wieder erleben. Bis mich jemand mit einer Babymaske in der Nacht meines Geburtstags tötete. Es war meine Mitbewohnerin Laurie. Ich hab die Verrückte aus dem Fenster getreten und damit die Zeitschleife beendet. Jetzt lebe ich mein altes Leben aber besser. Ist okay? Nein. Oh, hey, du bist wach. Ich habe deine Hose zusammengelegt. Das ist nicht wahr. Alter, hast du sie flachgelegt? Oh. Ich weiß es nicht. Heute ist Montag, der 18. Schon wieder? Stopp den Klimawandel. Es ist genau der gleiche Tag. Ich dachte, ich werde Zeitschleife entkommen, aber nein. Oh mein Gott, alles ist anders. Dieses Mal verfolgt es jeden von uns. Wenn du den Tag nicht neu startest, sind sie für immer tot, oder? Also muss ich immer und immer wieder sterben, um euch alle zu retten? Also du könntest dich auch einfach selbst umbringen. Eine geniale Idee. Okay, dann mal los. Ich muss den Mörder aufhalten, sonst sterben noch mehr. Scheitern ist keine Option. Das rauszufinden bringt mich buchstäblich um. Oh, hey, du bist wach? Ich hab diese Scheiße so satt. Meine Zeit hier ist begrenzt. Hörst du mal? Komm schon, zeig, was du drauf hast. Das ist eine Notsituation, Trey. Wer kommt noch zu Kappa, wenn ein Todesfluch auf uns liegt? Sie wollen ihr Leben kontrollieren, aber das Leben ist kein wissenschaftliches Experiment. Sie können ihr Leben nicht ewig kontrollieren. Machen Sie eine Sache in den Semesterferien, die Ihnen Angst macht, okay? Ja. Das dient als Eintrittskarte für Minus Escape Rooms. Sei der Erste, der entkommt und gewinn $1,000,000. Wann fängt das Spiel an? Ich denke, das hier ist der Escape Room. Wir sollten nach Hinweisen suchen. Das hier sieht wie ein Thermostat aus. Wird ziemlich warm hier drin. Wie kommen wir hier raus? Es sind 451 Fahrenheit. Ich hab's! Das nenne ich mal wirklich eindringlich. Wow. Blöde Frage. Sind wir draußen? Wer macht sowas? Die wussten alles über uns. Die haben diese Räume extra für uns gebaut. Habt ihr jemals Dinge gesehen, die vorher nicht da waren? Ich bilde mir das nicht ein. Wir haben die Wahl zu überleben. Ich will hier raus und zwar sofort. Deshalb haben sie uns ausgewählt. Just the same.
Hier sind so viele Bäume. Wunderschön, oder? Ist auf jeden Fall nicht Boston. Wir sind da. Na und? Was sagst du? Wow. Das gehört alles uns? Sie haben uns sogar einen ganzen Wald als Garten dazugegeben. Es war ein Mythos. Für die Kids war es eine Mutprobe, nachts in den Wald zu gehen. Sie kannten die Macht des Waldes. Und sie fürchteten sich davor. Dieser Wald gehört zu etwas anderem. Der Boden ist böse. Vielleicht ist es nur eine verrückte Sage. Aber irgendetwas geht vor in diesem Wald. Etwas, das Dinge wieder zurückbringt. Manchmal ist es besser, tot zu sein. Kannst du mich wieder ganz machen? Jean, du bist nicht kaputt. This is the end, beautiful friend. Der Geist ist sehr zerbrechlich. Der kleinste Anstoß reicht aus, um ihn in die falsche Richtung zu lenken. This is the end. Charles, was hast du getan? Ich musste sie stabilisieren. Ich habe sie beschützt. Vor der Wahrheit? Dafür gibt es ein anderes Wort. Ich bin hier, weil ich nach Antworten suche. Du hast das Gefühl, nicht dazuzugehören. Tust du auch nicht. Sie können nicht annähernd verstehen, was du bist. Sie verändert sich. Inwiefern? Du bist nicht hier, um nach Antworten zu suchen. Du bist hier, weil du um Erlaubnis bitten willst. Jean. Sie ist voller Wut, Schmerz und all das kommt jetzt zum Vorschein. Jean hat die Kontrolle verloren, aber sie ist noch unsere Freundin. Das ist deine Schuld, Charles. Die Welt steht am Abgrund. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher gestoppt habe. Dir tut immer irgendwas leid, Charles. Und dann gibt's immer eine Ansprache. Und niemanden interessiert's. Noch gibt es Hoffnung. Tu das nicht. Sie fürchten mich zu Recht. Ich kenne das Böse. Und jetzt sehe ich ihm in die Augen. X-Men Dark Phoenix. 2019 nur im Kino. Dieser Job ist nicht für jeden geeignet. Wegen der Arbeitszeit? Die einzigen Kollegen sind Leichen. Ich komme damit klar. Willkommen im Team. Ich habe hier was Gruseliges für dich. Ihr Name ist Hannah Grace. Ihre Familie hat bei ihr einen Exorzismus durchgeführt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Stopp! Sie ist dabei gestorben. Du weißt doch, was man sagt. Wenn ein Exorzismus nicht abgeschlossen wurde, sucht sich das Böse eine neue Hülle. Ich glaube, wenn man tot ist, ist man tot. Ende der Geschichte. Wenn man tot ist, ist man tot. Einfach weiter atmen. Wenn man tot ist, ist man tot. Wenn man tot ist, ist man tot. Wenn man tot ist, ist man tot.
Ende der Geschichte. Hallo? Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Pater? Wissen Sie etwas über La Llorona? Die weinende Frau. Das ist ein Volksmärchen. Für manche. Du bleibst im Auto, okay? Und bitte weck deine Schwester nicht auf. Oh mein Gott. Meine Kinder, das ist Ihre Schuld. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Wen haben Sie versucht aufzuhalten? La Llorona. Eine Reihe von Fragen stellen. Bitte antworte wahrheitsgemäß. Hast du jemals jemanden verletzt? Ja. Hast du jemals etwas erlebt, von dem du sagen würdest, es war nicht normal? Ja. Letzte Frage. Weißt du, was Mutanten sind? Wusstest du, dass Klapperschlangenbabys gefährlicher sind als Ausgewachsene? Sie wissen noch nicht genau, wie viel Gift sie absondern müssen. Ihr alle seid gefährlich. Deshalb seid ihr hier. Das ist ein Horrorhaus. Du hast viel durchgemacht. Schlaf dich aus. New Mutants. Junge, komm bald wieder. Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuh? Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dorncat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dorncat trinkst. Und heißt Max? Nee. Peter. Ich frag die Dame, ob sie was trinken möchte.
Nee, der ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Was stinkt denn da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Hast du aber noch was auszusetzen? Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn man nichts los ist, dass was passiert. Ja. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Ich bin ein bisschen rau, aber stark. Hey, ich hab was gefunden. Was ist das? Eine Kamera. Fertig? Ist da jemand? Was ist das? Eine Kamera. Wo hast du die her? Ich arbeite in einem Antiquitätenladen. Die ist echt cool. Probier sie an mir aus. Gruppenfoto, mach schon. Lächeln. Sie arbeiten mit Holland Drill im Antiquitätenladen? Ja. Tyler ist tot. Was? Ihr seid alle in Gefahr. Was meinst du damit? Seht ihr diesen Schatten? Nach Tylers Tod wanderte er in dieses Foto. Ich glaube, wenn er in euer Foto wandert, sterbt ihr. Bevor du ganz hysterisch wirst, vernichten wir es einfach. Nein! Problem gelöst. Wenn solche Tragödien passieren, fängt man an, sich Dinge einzubilden. Aber das war keine Einbildung. Das war real. Er kommt. Das ist dein Werk. Du hast das Foto gemacht. Ah! Es bewegt sich. Lauf! Die Tür! Mach die Tür auf! Hallo?